Sie hält sich so nicht fest. Okay. Deswegen halte ich nicht fest. Also für solche Sprungpassagen ist die Steuerung nicht gemacht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich würde heute doch ganz gerne noch die Nosferatu mal treffen, meine Liebe. Okay, klettern. Klettern, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Mhm. Aber nicht Leben verlieren. Schon wieder die Stelle. Ist mir jetzt auch egal. Sagte sie und hat nicht bemerkt, dass sich unter ihr wohl ein Lüfter dreht. Der hat sich doch eben auch noch nicht gedreht, als ich sagte, mir egal. Er dreht sich denn nur alle halbe Stunde. Nein. Wir machen das jetzt so lange, bis es vernünftig funktioniert, meine Liebe. Du musst ja auch mal aus deinen Fehlern lernen. Meinetwegen speichere ich sogar noch einmal. Wollte ich es eigentlich hasse, jede Sekunde irgendwie was nachspeichern zu müssen. Aber bei der Steuerung und dem Sprüngen ist mir das wesentlich lieber, als immer wieder von vorne anzufangen. Sie springt nämlich schon wieder daneben. Wieso springst du nicht dahin, wo du hinspringen sollst? Die Sprungwahl. Mit dieser Steuerung. Das ist hier ein Graus. Da runter? Ja. Oh, wow. Nein. Toll. Wow. Ich sehe schon kommen, dass die ganze Folge nur aus dieser einen blöden Sprungpassage besteht. Also lehnt euch zurück, holt euch mir was zu trinken, das kann dauern. Unfassbar. Wer lässt sich mit so einer Steuerung sowas einfallen? Okay, das war jetzt eine Abkürzung. Eine ungewollte. Ein bisschen Schaden. Egal. Zack, darüber. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich vom Ventilator zerstört. In Stücke zerfetzt. Oh.
Oder auch nicht. Aber wir haben trotzdem fast unser ganzes Leben verloren. Ich höre doch schon wieder Gegner. Ich dachte, hier wären endlich die Nosferatu, meine Güte. Es gibt ja wohl jetzt auch einen Grund, warum wir Blutnachschub bekommen. Weil uns mal wieder irgendwas bevorsteht. Partys? Warum? Rennt ihr davon? Ich will euch doch nur küssen. Bis in den Tod. Sie tun mir wirklich leid. Wie ich schon sagte, ich mag Ratten eigentlich. Ich kann dich nicht trinken. Du hast dich so erbärmlich in der Ecke verkrochen. Willst du mich verarschen, dass da jetzt auch so ein Ding rumsteht? Natürlich! Was auch sonst? Heile ich mich eigentlich überhaupt? Ich habe aktuell nicht den Eindruck, dass ich mich heile. Hi. Ich würde gerne erst den Kampfplatz freiräumen, bevor ich gegen dich kämpfen muss. Warum sind die jetzt überall diese Dinger? Ist doch ein Witz, das Zwischengegner. Du hast mir wirklich einen Jumpscare verpasst. Da musst du jetzt sterben. Oh, toll. Ich hätte definitiv meinen Kampf ein bisschen mehr skillen sollen. Ich bin ziemlich im Arsch. Ich bin nun mal jemand, der geht eher auf überreden. Beeinflussen. Solche Dinge. Nicht direkt auf draufhauen. Köpfe zerschmettern. Blut quatschen lassen. Komm hierher. Lass nein, ich wollte eine Blutheilung einsetzen. Aha. Einmal kurz verklickt. Yeah.
hinten rennt noch eine Ratte. Ich brauche dein Blut, es tut mir leid. Sonst noch Blut? Irgendwo, bitte? Nein? Flucht. Dann speichere ich noch mal kurz. Kann ich nicht einfach da hoch? Nein, kann ich nicht. Solange ihr mich nicht angreift, greife ich euch nicht an. Hoch oder runter? Eben habe ich es oben versucht. Da ist eine Tür. Oder war eine Tür? What? Okay, falsche Richtung. Warum greift die denn jetzt doch an? Das ist doch totaler... Warum greifen sie denn plötzlich doch an? Weil sie nicht so lange in ihrem Sichtfeld bleiben? Und es ist einfach random, ob sie angreifen oder nicht. Falsche Richtung, würde ich mal sagen. Die bewegen sich ja doch. Heißt das wirklich, sie dürfen mich nur nicht sehen? Also wie die patrouillieren, sieht es nämlich so aus. Da hinten scheint es aber auch nicht wirklich weiterzugehen. Wenn sie mich nur nicht sehen dürfen, habe ich einen klaren Vorteil. Eigentlich, wenn sie... Hallo, seit wann? Normalerweise habe ich doch geskillt, dass du im Laufen... Hallo? Warum darf ich im Laufen nicht mehr verdunkelt bleiben? Ach, ich darf nur im Schleichen verdunkelt bleiben. Hab ich denn... Ich könnte aber gerade mal in meinem Charakterbogen schauen, wie viele Punkte ich denn habe. Verdunkelung 3 habe ich doch. Doch solange sie unsichtbar sind, können sie mit der Angriffstaste heimlich töten. Wenn sie Opfer oder Behälter berühren, werden sie sichtbar. Zusätzlich verursacht jeder Nahkampfangriff der Verdunkelung 3 auf 50% mehr Schaden. Ein Blutpunkt würde dauern über 20 Sekunden. Ich darf trotzdem nur schleichen, oder wie? Das ist natürlich dann zwar immer noch ein Vorteil, aber nicht mehr so riesig wie gedacht.
Vor allem, wenn ich in die falsche Richtung renne. Kann ich auch einfach vor den Viechern davon rennen? Dann ziehen wir jetzt bis in die Unendlichkeit nach. Jetzt rennen wir zwei bis in die Unendlichkeit nach. Ich will mir zumindest mal den Ort anschauen. Um zu schlagen, muss ich stehen bleiben, also. Wow. Okay. Kann ich helfen? Ich glaube, ich habe einen aus der Ratte gefunden. Und er ist tot. Toll. Ich konnte nicht helfen. Ich kann mir ja nicht mehr selbst helfen. Ich glaube, er hätte überleben müssen. Und ein Tag voll. Tja. Hattest du gerade ein Blut? Nein, will ich nicht. Ich habe vier Blutpunkte da drin, die kann ich erstmal aufbrauchen. Visitenkarte. Was mache ich denn? Die kann ich zum Beispiel ablegen. Brauche ich ja nicht mehr wirklich. Nein, ich möchte das hier aufheben, das andere. Authentifizierungskarte. Sieht nach einer Karte mit einem magnetischen Streifen aus. Ja, wofür brauche ich die? Hätte er überleben können? Mann. Ich fühle mich heute nur noch schlecht. Weil ich Mitleid mit den Ratten habe und Mitleid mit den Amnosferatu habe. Jetzt mit der Karte hin. Moment. Erst einmal würde ich vielleicht doch ganz gerne was in den bewaffneten Kampf oder in die Verteidigung reinsetzen. Bewaffneter Kampf habe ich allerdings 5. So schlecht ist das gar nicht. Verteidigen habe ich immerhin 6. Gut, da bin ich doch nicht so kacke. Leichen, 3 Hecken, 4 Sinneswahrnehmung, 6. Ich müsste eigentlich mal in das Hörchen was setzen. Dann mache ich das besser hier, denn da bekomme ich nicht Hörchen und einen Schüchtern. Los. Handgemenge brauche ich nicht, ausweichen habe ich ganz gut. Ausflüchte, Schusswaffen. Nahkampf, Sicherheit. Heimlichkeit. Noch was in Überreden oder so.
Marien 6. Für ein 7 ist eigentlich schon sehr gut. Ihr Schick würde mir Schlüssel mit einem Schleichen geben. Oder vielleicht lieber noch eine Disziplin. Oder nochmal eine Schwäche. Oder Intelligenz, okay. So, ich habe ja auch noch ein paar Bücher, die ich gerne lesen würde. Ich herrsche 7, einschüchtern 3. Kann ich denn jetzt die Sachen zumindest mal lesen, die ich da irgendwann mal aufgesammelt habe? Unlesbar. Handgemenge 2 habe ich nicht. Terminkalender, Tagebuch. Habe ich die anderen Bücher jetzt irgendwie gelegt? Da drüben sind noch 2. Finanzen von 2. Sicherheit von 2. Okay. Das habe ich alles nicht. Finanzen, Sicherheit. Finanzen? Was brauche ich denn für Finanzen? Eigentlich nichts wirklich. So, ich brauche jetzt also die Tür zu dem Zugangscode. Hätte mir der Nossi vielleicht helfen können? Hätte er überleben können? Och Mann. Ich stelle zu viele Fragen. Oh oh. Welche Richtung? Ich hab gespeichert. Ich hab gespeichert. Ich muss noch weiterkommen. Geh mal weiter runter. Wahrscheinlich wäre es am intelligentesten tatsächlich mit Schleichen und Verdunkeln gewesen. Immerhin bieten sie sich hier ein paar Ratten an. Ich glaube, ich bin da. Hi. Hi. Ich habe hier ein paar Rattchen für mich. Ja. Stört niemand, wenn ich die jetzt mal eben leer trinke? Ich meine, das ist normalerweise euer Futter, ich weiß, aber ihr seid ja gar nicht da. Und dann habe ich euch den Chemiske vom Hals gejagt. Ich denke mal, ich werde die Karte da reinstecken müssen. In den Schlitz in der Maschine. Nein, guck doch nicht nach oben. Da. Ja? Der hat noch eine Ratte. So leer sind die Gänge aber nicht. Da habt ihr falsche Bilder, meine Lieben. Weil Fragnet ist nicht auf dem neuesten Stand. Okay, wir betreten das unterirdische Verlies der Nosferatu. Und sterben? Durch den Fall müssten wir normalerweise sterben. Außer unten ist irgendwie ein Haufen Matratzen oder so aufgetürmt. Ah, Wasser. Auch möglich. Lass mich raus aus dem Wasser. Danke. Ich glaube, wir sind da.
Und wie komme ich hier wieder raus? Hoffentlich nicht auf den Weg, auf den ich reingekommen bin. Lichterketten. Ob das sich ein bisschen gemütlich gemacht hat? Hallo. Ich brech mal einfach so ein und nehme eure Sachen mit. Ich habe euch immerhin den Chemisko vom Hals gejagt. Ein Lucky Star. Ein unterirdischer Lucky Star. Mit kochendem Blut. Yay, wollen wir ein Bad nehmen? Okay. Ihr wohnt in einem Labyrinth. Klar, euch macht das nichts aus. Ihr seid die Kanalisation gewohnt. Ob wir sterben, wenn wir da reinspringen? Es machen wir auf jeden Fall Schaden, ja. Moment. Ja. Macht es. Gut, dann kann ich neuen laden. Darum habe ich ihn gespeichert. Ich wollte wissen, ob es uns Schaden macht. Kochendes Blut macht uns Schaden? Hm. Ich meine, es ist jetzt keine direkte Sonne oder Feuer oder sowas, aber hm. Man bereitet uns auch kochendes Blut Schaden. Ach nö, sie hat sich aufgehangen. Gut. Ist wieder frei. Ich folge einfach mal dem üblichsten Weg, dem auffälligsten. Wäre der hier. Über den See. Und auch hier ist ein Sinbin. Die haben sich hier ja sehr gemütlich eingerichtet. Ah, okay. Hier geht's gar nicht weiter. Warum genau platziert ich hier so eine Brücke, wenn es hier nicht weitergeht? Geh wieder hoch. Geh wieder hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Aber ich da, nur weil ich da runtergefallen bin. Ich höre die Stimmen. Liebe Nosferatu, ich denke, es sind eure und nicht die in meinem Kopf. Die klingen ein wenig anders. Okay, jetzt bin ich hier. Was mich auch nicht wirklich weiterbringt. Und eher umbringt. Ich komme hier auch nicht mehr raus, ne? Warum genau baut ihr Tunnel, die kein Ende haben und Brücken, die nirgendwo hinführen? So, auch zur Abschreckung gegen Feinde immer noch? Ich meine, das Ding da oben, diese mit Karte geschützte Eingang, würde ja wohl eigentlich reichen, der Tresor. Ihr habt euch ja eintressort.
Hallo. What the? Oh, you did not just try to run a trace on me. All right, take that. Oh yeah. I hope you backed off that server tonight. Boss is gonna be real pissed when his mom starts getting the love letters from porn sites. Sei gegrüßt, Meister des Netzes. What? Oh yeah, hold on a sec. Oh my God, are you kidding me? What are you using for security down there at Trash 80? Guys, it's called encryption. This is too easy. I'd let you off the hook, but stupidity always brings out the asshole in me. Darf ich mit dir reden, Konsolenschocki? Just 1 minute. No, nothing to worry about. Just a harmless email. Not a self-replicating embedded virus or anything. Wow, you really opened it. I can't believe you just opened it. What kind of a freaking idiot just opens it? Noch eine Minute, Mami. Ja. Vielleicht sollten wir wann anders Tango tanzen. Huh? Tango? You came to the wrong place for dance lessons. Yeah, I forgot you're a Malkavian, right? You got more than a few bugs in the software, right? Yeah, sorry, but that's a tech problem I can't fix. Soll ich mich eigentlich beleidigt fühlen, weil in der WoD die Nosferatu, die Computer-Junkies sind und in irgendwelchen hässlichen Höhlen wohnen und selbst total hässlich sind? Ich würde mal sagen, nein. Ich mag die Nossis. Ich möchte gern Hacker. Wer bist du denn? Oh yeah, sorry. The name's Mitnick. I'm in charge of computer systems, network security, that kind of thing. You're the new kid, right? LaCroix's girl. Surprised you actually made it down here. Du rollst das eher ganz schön lustig. Warum so überrascht bin der Bruder? I'm following your progress on the cameras. Handled yourself pretty well with all of the creepy crawlers in the sewers. Like a bad sequel to Chad up there. Hättest du mir deine verwesende Hand nicht rausreichen können? Nothing I could do from here. Those old sewer systems are wired with punch cards and vacuum tubes, built back in the technological dark ages. Sorry, but I don't do analog, newbie. Der schnurrt ja richtig. Ich suche Gary, den König dieser Gruft. Yeah, he knows why you're here. LaCroix must be pissed. But I hope you're not here looking for some payback. LaCroix knows better than to mess with Gary, Sheriff or no Sheriff. Der Sheriff ist nicht hier, ich bin hier. Ich wollte nur Worte wechseln, keine Kugeln. His room is just down the hall. You'll probably find him there. Or maybe he'll find you. Okay, ich werde diesen Schattenkönig suchen, leb wohl. Gut, dann machen wir uns mal auf die Suche. Endlich sind wir bei den Nosferatu angekommen. Aber dafür, dass sie noch gar nicht so lange auf der Flucht sind, haben die sich ja wirklich ganz schön gemütlich gemacht. Hallo, meine Liebe. Okay. Ihre Worte sind schwabbelig. Der Glamour vergeht, die Bitterkeit lähmt. I mean, just look at her. Too fat, big teeth in her complexion. Does she wash her face with a cheese grater? Okay, bei dir ist offenbar nicht nur dein Äußeres hässlich. Dein monatszyklischer Fluch wirft seinen hässlichen Kopf zurück. Was? Ich glaube, dass sie das nicht mehr hat. Ein guter Teil scheint nicht gerade dein engster Vertrauter zu sein. Fragen wir sie einfach mal, wer ist diese Käsekönigin? I mean, like anyone ever knew who Tawny Sessions was before I left the scene. She'd still be a fluff girl at Vivisection, making 10 bucks a stiffy if I'm still around. Oh
Okay, du bist einfach nur eifersüchtig, weil dich im Nosferatu gebissen hat, du dadurch hässlich wurdest und deinen Job verloren hast. Viele meiner Vivisektionen mag ich auch flusig, was? What? Oh, no, you've got to be kidding! You're a Malkavian? Gary actually lets you guys in here? My date just went from bad to coach class. Okay, du blöde Tussi. Komm mir nicht blöd, ansonsten hast du ganz schnell meinen Hammer im Schädel stecken. Erzähl mir von dieser Tavni-Sessions. No talent whatsoever and scabby little knees. Do you know she got model of the year? Before I got here, she would have had a hard time making the catalog for Jacques Penet. Und wer ist dann wohl du? Oh, right. You probably don't recognize me with this whole Texas Chainsaw Massacre thing I've got going on here. My name is Emalia. Mhm. Du keinen Namen nach deinem Namen. Last name? God, that's so blue collar, makes me want to puke. I don't have a last name. Emalia's a look, an attitude, a state of being. Mhm, warst du wohl eher. Woher dieser schreckliche Hass auf Tavni? Ja, sie hat sie abgelöst. Before this neat little makeover, I used to be a model. I was all over the place. TV, magazines, billboards, I mean, I was hot. Super hot, and I knew it, which is why Gary decided to invite me into his freaky little family. Geschieht dir recht? Ich glaube, ich mag Gary. Dann was nicht widerspiegeln. Tony ist ein zerbrochener Spiegel, dessen Scherben dein frühes Leben widerspiegeln. Spare me your head shrink bullshit. You've got no idea what I'm going through here. I mean, I can't sit here and let the world think she's better than me. I've got to do something. Vielleicht solltest du dich um ein starkes Peeling bemühen. Ich werde dir nicht helfen, sie umzubringen. Ich mag dich nicht. What did you say? Nobody talks that way to me. I'm Emalia. Do you hear me? Emalia! Sure, whatever. Wir weilen hier nicht länger. Ich suche nach Gary. His room is just down the hall. You might be able to find him in there. Ich werde seinen Schatten suchen gehen. Lebe wohl. Blöde Ziege. Dann hängt sich natürlich von einer Frau, die sie aus Eifersucht nicht mag, einfach mal das Bild voll direkt ins Zimmer. Direkt neben dem Spiegel am besten, damit sie immer schön vergleichen kann. Wie blöd kann man sein? Um so richtig im Selbsthass aufzugehen. Ist damit die Halle runter gemeint? Hm. Ah. Okay, wir müssen krabbeln.